Normalerweise werde ich ja dafür eingeladen, darüber zu berichten, wie schlimm die Lage auf dem Mittelmeer ist. Und ohne Zweifel, das ist sie. Der erste Einsatz, den ich 2019 an Europas Seegrenze gefahren habe, das war die Bergung einer Leiche. Sie war an der Steilküste von Lesbos angespült worden. Ein Boot war einige Wochen zuvor bei Nacht in die Felsen gekracht und zum Glück sind dank dem entschiedenen Einsatz von meiner Crew und anderen zivilen Rettungskräften in dem Fall nicht noch mehr Tote zu beklagen. Doch auch die 9-jährige Roja, von deren Tod Europa 4 Jahre nach Aylan Kurdi kaum noch Notiz nahm, könnte heute noch am Leben sein. Hätte das Schlauchboot bei Tag übergesetzt, wäre sehr wahrscheinlich nichts passiert. Die Flüchtenden hätten gesehen, wo Felsen und wo der sichere Strand ist. Dass die Boote aber bei Nacht und häufig nicht bei den besten Wetterverhältnissen fahren, das hat einen einfachen Grund. Bei Tag und bei flacher See ist es für die Schergen der europäischen Frontex-Grenzschutzagentur ein leichtes, die Boote aufzuspüren und sie dann auf- und zurückbringen zu lassen. Der Leichenfund auf Lesbos sollte aber nicht die einzige bittere Nachricht dieser Tage bleiben. In derselben Woche erreichte uns über die Freundinnen vom Alarmphone die Nachricht eines großen Bootsunglücks im westlichen Mittelmeer. 45 Menschen sind dort ertrunken, weil ihnen sichere Fluchtrouten verweigert werden. Und was unterdessen dazwischen im zentralen Mittelmeer passiert ist, ja, das wissen wir oft nicht so genau, weil die Europäische Union alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um zu verhindern, dass es Zeugen gibt von dem, was dort an der europäischen Außengrenze passiert. Aber auch die offiziellen Zahlen der IOM sprechen hier eine deutliche Sprache. Mehr als eine von 10 Personen, die 2019 die Überfahrt angetreten hat, ist dabei ums Leben gekommen. Und die meisten anderen wurden zurück nach Libyen gebracht, wo gerade der Krieg eskaliert. Das ist alles schlimm. Und ich könnte ja auch noch den Rest des Tages weiterreden über die Kriminalisierung von RetterInnen wie der Crew der Juventa und über Salvinis Dekrete. Erst gestern gab es mal wieder ein neues. Und ich könnte auch sprechen über Menschenrechtsverbrechen in Libyen und über den täglichen Völkerrechtsbruch im Namen Europas. Und allein gestern sind auf dem zentralen Mittelmeer wieder mindestens 60 Leute ums Leben gekommen. Aber das wäre nicht genug. Ja, wir haben einen Backlash. Aber trotzdem stehe ich heute hier so optimistisch wie selten die letzten Jahre. Denn es gibt nicht nur den Backlash und die Utopie, sondern es gibt auch ein weites Feld dazwischen, auf dem gilt es gerade Boden gut zu machen. Und daran müssen wir als Linke inner- und außerparlamentarisch arbeiten. Weil eines muss man sich als progressiver Teil einer Gesellschaft, denke ich, immer noch mal vor Augen führen. Wir fordern hier oft eigentlich nichts weiter als die konsequente Einhaltung von Konventionen, auf die man sich nach dem Zweiten Weltkrieg aus gutem Grund geeinigt hat. Und das ist eigentlich auch gar nicht links. Das ist stockkonservativ. Unser Freund Leo Luca Orlando, der Bürgermeister von Palermo, hat dafür ein Wort. Constitutional Obedience. Wir halten uns einfach strikt an die Verfassung und setzen die darin verankerten Grundwerte und Grundrechte konsequent um. Was wir machen, das ist eigentlich gar nicht progressiv. Wir versuchen lediglich die sogenannten Christdemokraten und andere, die es mit dem Grundgesetz nicht so genau nehmen wollen, wieder auf den Boden der Verfassung zu holen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es gibt zwar ein rücksichtsloses Abschiebungsgesetz, aber PilotInnen haben in Deutschland im letzten Jahr mehr als 500 Abschiebungen verhindert. Das ist Constitutional Obedience. Und Salvini hat zwar über Twitter die Häfen geschlossen, aber unsere Freundinnen von Mediterrania sind gestern erneut einfach trotzdem nach Lampedusa eingelaufen und haben geflüchtete Personen dort angelandet. Und das Schiff wurde zwar beschlagnahmt, aber in diesen Minuten, gerade bevor ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich per SMS die Nachricht bekommen, dass der Staatsanwalt die Beschlagnahmung aufgehoben hat. Die Marionio ist frei und in diesem Moment auslauffertig, weil es eben nichts Illegales ist, Menschen aus Seenot zu retten. Die Häfen sind offen. Das ist Constitutional Obedience. Und ebenfalls gerade in diesem Moment läuft unser Schiff, die Sea-Watch 3, aus Marseille aus. Und zwar deswegen, weil in den Niederlanden ein Gericht entschieden hat, dass die Festsetzung illegal war. Auch das ist Constitutional Obedience. Und auch die italienische Marine hat nach fast einem Jahr diese Woche mal wieder gerettet und die Menschen nach Italien gebracht. Auch das ist Constitutional Obedience.
Und wenn sich über 50 Städte zu sicheren Häfen erklären, wenn hier in Berlin und in Brandenburg mit linker Regierungsbeteiligung vielleicht demnächst Landesaufnahmeprogramme beschlossen werden, um dafür zu sorgen, dass Grundrechte auch bei den Menschen eingehalten werden, die keinen europäischen Pass haben, obwohl der Rechtspopulist aus Bayern ihnen diese gerne verweigern würde, dann ist es Constitutional Obedience. Constitutional Obedience heißt, Rechtslücken zu finden und zu nutzen, wo es noch keine Gesetze gibt, die das Grundgesetz verwässern, sondern die es uns ermöglichen, die Grundrechtsparagraphen konsequent umzusetzen. Es mag alles schlimm sein auf dem Mittelmeer, aber es gibt nach wie vor Spielräume, in denen wir die Politik der Rechtspopulisten unterlaufen können, und die müssen wir nutzen. Und wenn wir das mit der Constitutional Obedience einfach konsequent durchsetzen, dann bin ich mir sicher, dann ist demnächst Schluss mit der Achse Salvini-Strache-Seehofer. Und es gibt neben der Constitutional Obedience, ich sage das Wort einfach nochmal, damit sie es einprägt, noch einen weiteren Grund, warum ich heute trotz allem, muss man ja sagen, sehr optimistisch gestimmt bin. Wenn wir ein solidarisches Europa erreichen wollen, dann müssen wir die verschiedenen Kämpfe zusammendenken. Den Kampf für das Klima und den Umweltschutz, genauso wie die für Menschenrechte, für faire Mieten und für den Feminismus. Wenn wir den Kampf gegen rechts gewinnen wollen, dann müssen wir das als gesellschaftliche Linke schaffen, Themen zu setzen abseits der Migrationsfrage. Und da gibt es derzeit eine Gruppe, von der wir viel lernen können. Und zwar sind es die SchülerInnen von Fridays for Future. Das mit dem Schuleschwänzen, das hat ja erstmal nichts mit Klima zu tun und war ohne Zweifel eine Provokation. Aber damit haben die es geschafft, dass in den Talkshows eben nicht mehr nur alte weiße Männer Angst vor Migrationen schüren durften, sondern junge, gut informierte Frauen vor dem Klimawandel. Und was ist passiert? Was ist passiert? Die AfD ist in den Umfragen gefallen und eine Bevölkerungsmehrheit fand plötzlich nicht mehr Migration, sondern Umweltthemen wichtig. Und das ist ein Riesenerfolg. Und zwar auch für uns in der Seenotrettung. Weil plötzlich eben so lange niemand mehr mit weiteren Abschottungsmaßnahmen und Abschottungsplänen sich profilieren konnte. Sondern weil plötzlich eben über andere Themen geredet worden ist. Dasselbe gilt ja auch für die Mietenbewegung. Und ich finde, hier ist zum Beispiel Berlin ein sehr schönes Beispiel, wie Bewegungen innerhalb und außerhalb des Parlaments gemeinsam nach vorne gehen kann. Und ich denke, dass da zum Beispiel die Enttabuisierung der Enteignung von Konzernen schon allein auch nur deshalb möglich war, weil es plötzlich Parteien in Regierungsverantwortung gibt, die da mitgehen und die das nicht mehr ausschließen. Und dadurch wird plötzlich eine linke Idee zur Option. Und diese Bewegungen, die zeigen doch gerade, dass sich mit progressiven Inhalten Mehrheiten gewinnen lassen. Und genau darum muss es gehen. Linke Ideen zu Optionen machen. Ja, es gibt noch viel mehr Schlimmes zu berichten vom Mittelmeer. Und auch jetzt, gerade in dieser Minute, sind wieder über 100 Menschen auf einem weißen Schlauchboot in Seenot. Das hat unser Flugzeug vor einer Stunde gefunden. Und deswegen ist das natürlich auch wichtig. Also da dürfen wir nicht drüber wegsehen und deswegen sind wir froh, dass die Linke da an unserer Seite steht. Aber ich glaube, dass es gerade fast genauso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger ist, dass wir eben auch andere Themen besetzen, damit sich eben niemand mehr mit Abschottung so einfach profilieren kann. Und da passiert gerade echt viel, da ist Musik in der Bewegung und das stimmt mich optimistisch. Wir brauchen keine Zeigefinger-Linke, sondern gerade jetzt, gerade wegen des Backlashs, brauchen wir eine optimistische und selbstbewusste Linke innerhalb und außerhalb des Parlaments, die auch daran glauben, dass wir unsere Ideen umsetzen werden und die zu Optionen machen. Weil wenn ihr es schafft, Bündnisse zu bauen, die linke Ideen zu Optionen machen und damit den Rechtspopulisten den Raum für wichtige Themen nehmt, dann müssen wir uns auch nicht mehr mit so viel Quatsch von denen rumschlagen und können uns vielleicht irgendwann wieder auf unsere Arbeit konzentrieren. Und dann erkämpfen wir uns gemeinsam das solidarische Europa. Und davon, dass das möglich ist, bin ich überzeugt. Sonst hätten wir schon lange aufgegeben. Grenzen auf, weitermachen. Vielen Dank.